Eieiei, was war da los? Nächster Versuch, Nummer 3. Herzlich willkommen zurück zu Mafia 3, wo wir gerade bei Nummer 3 waren. So. So, wir müssen wieder ein bisschen unsere Dings holen. Aua! Wir sind halt nochmal mit dem Richter. Sorry, wie gesagt, das ist halt heute und gestern vor allen Dingen, weil wir dasselbe zu sehen haben und es gestern noch zweimal gefällt ist und wieder abbrechen mussten quasi. Der war auch ein bisschen daran, dass ich wieder ein bisschen was vorbereiten muss in der Mission. Ich kann diesen Käse jetzt nicht lesen. Gepräh, das arme Schwein. Verzeihung, euer Herrn. Die Presse im Norden will, dass wir den Mann steinigen. Aber das lasse ich nicht zu. Verzeihen Sie die Bemerkung, aber will der Staatsanwalt diesen Kerl nicht hinter Gittern sehen? Der Staatsanwalt stimmt mir zu, dass ein Weißer in diesem Staat das Recht hat, sein Heim zu verteidigen. Was werden Sie tun, euer Herr? Der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Was sonst? Ich muss mich ja gerne mal, ich muss ihn mal verfolgen auf jeden Fall. Scheiße, Alter. So, der erste verschwindet jetzt und der hier macht sich jetzt auch da auf. Ich lasse jetzt mal gerade da hinten sein Geschäft machen. Und ich weiß, dass der ja hier rausfährt. Deswegen machen wir jetzt mal hier davor. Und warten einfach auf den guten Kollegen. Warum geben Sie es nicht gleich im Radio durch, dass ich hier bin? Meine Güte. Mit besten Wünschen von Onkel Lou. Was hat der alte Lou denn heute für mich? Das ist afghanisch. Sie werden es lieben. Ja, gut. Los, ich habe heute noch mehr vor. So, wir werden ihm jetzt verfolgen. Diese Cops, gib mir... Komm, hau wieder der Karre ab da. Ja, wir brauchen die Polizei hier unten. Schnell! Verfügbare Einheiten. Hier kam eine Meldung. Die ist egal. Bewaffneten Farbigen, männlich, im French Ward. Bitte überprüfen. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter, mit dem Scheißkopf geht ihm. Schicken wir ein paar Einheiten hier rüber! Nimm deine Mühle da weg! Eingebildeter Wichser. So, jetzt verpiss ich mich erstmal. Einheiten vor Ort ermittelt.
So, hänge die Polizei ab, das müssen wir auf jeden Fall machen. Das versuchen wir jetzt gerade auch noch. An alle Einheiten. So, erledige den Richter abgeschlossen. Gott sei Dank haben wir das auch mal. Oh, erledige Onkel Luma Kano. Geht schon wieder. Das kann ja sein. Oh Mann. Jetzt kommt die richtige Polizei. Schmieren wir irgendwelche Korps in der Innenstadt? Verstehe. So, wir sollen mit Donovan über Lou reden. Krass, das ging jetzt aber. Wenn das jetzt wirklich so flott geht, das kann sein, dass wir jetzt wirklich. Okay, dann müssen wir da runter. Die Mühle können wir eh nicht benutzen. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall die Karre hier. Warte mal, Luma Kano. Ne, Luma Kano ist der nächste Capo. Okay, ich wollte gerade sagen, das könnte schon das Ende des Let's Plays sein. Ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber nach diesem Teil geht's los mit World War Z. Aufgenommen ist schon, also zumindest die ersten vier Folgen sind schon weit fertig. Aber ja, dann wisst ihr da schon mal Bescheid, was als nächstes kommt. Mit dem Richter auch erledigt. Der wird nicht mehr gegen uns aussagen können. Und jetzt aber mit dem guten Donovan reden. So. Fahren wir hier rechts. Na super, die wollen jetzt natürlich jetzt am Arsch kommen. Ich weiß, dass mich heute was verfolgt. So, ist was? So. Wenn du auf Lou losgehen willst, steig ein. Ich habe Infos über ihn. Okay, ich muss erstmal den Typen hinkommen. Willst du hören, wie Marcano Onkel Lou den Arsch aufreißt? Aber ja, hallo.
Ich wäre dann soweit. Schätze, du hast schon rausge... Gut. Erreiche die Kohlenkippe. Erledige Onkel Lumacano. Dann hauen wir mal ab. Scheiße. Das war natürlich nicht der Plan. Schätze, du hast schon rausgekriegt, wo der Dampfer lang fährt. Lou ist ziemlich pingelig bei sowas. Er fährt bei seinen kleinen Kreuzfahrten im Bayou immer den gleichen Kurs. Er will nicht, dass sein geliebtes Boot einen Kratzer abbekommt. Das wird noch das kleinste seiner Probleme sein. Hast du die Umgebung gecheckt? Der Kurs führt an einer alten Kohlenkippe vorbei. Ich hab sie schon mit Sprengstoff bestückt. Du musst nur noch das Zündkabel mit jeder der Ladungen verbinden und das Ganze zünden. Der Zünder liegt unten neben deinen Füßen. In Ordnung. Isolieren und erledigen. Lincoln Clays Spezialität. Was ist los? Ah, das ist wegen dem Boot, oder? Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein. Du musst drüber wegkommen. Du warst drüben auf wie vielen Patrouillenbooten? 40, 45? 52, aber darum geht's nicht. Weißt du, wie das ist, auf den Kahn zu steigen, von dem du ganz genau weißt, dass das Scheißding absäuft? Nervt mit der Zeit, Mann. Hör mal. Du jagst einfach die Kohlenkippe hoch, rums. Die trifft den Dampfer, du springst an Bord und erledigst Lou und die anderen Ärsche. Steht 50-50, dass du nicht mal nasse Füße kriegst. 50-50? Ah, 40 zu 60. Trotzdem. So. Die sollen wir packen. Schlimmstenfalls 30 zu 70. Moment, da müssen wir gucken, wer hier reinkommt. Heim ohne Auto oder was? Doch hier. Haben wir den Wagen. Ja, super. Okay. Ich muss, wie gesagt, komplett in die Steuer wieder reinfuchsen. Aber den Teil machen wir im nächsten Part.